Hey, ist das ein Sternchen? Was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil der Bass. Wir sind aber heute nicht in Berlin unterwegs, nein, sondern in Oranienburg. Das Ganze hier mit einer wundervollen Mod, die ich euch sehr gerne in die Beschreibung packe, wenn ihr euch das auch mal anschauen wollt. Heute aber mit meiner eigenen Farbe hier auf dem Bus unterwegs. Gut, das Berlin, das passt ja jetzt hier nicht so ganz mit rein, aber pst, was soll's. Es ist die Linie 804 und wir starten hier direkt am S-Bahnhof Oranienburg. Dann lasst uns mal ganz kurz hier und flott reingehen. Ich muss das ja hier auch noch einstellen und dann können wir diese wundervolle Fahrt auch schon beginnen. Gucken wir mal, wie viele Leute hier unbedingt das Vergnügen haben wollen, hier mit mir unterwegs zu sein. Sicherlich gibt es da die eine oder andere Person, die jetzt, vielleicht voll Bock hat. Mal gucken. Gut, die Türen sind zu. Schauen wir mal, muss ich hier weiter nach vorne fahren? Wollte keiner rein? Wollte jemand rein? Ich weiß nicht, aber gut. Ich kann ja mal trotzdem hier, vielleicht hat ja jemand Bock reinzugehen. Gucken wir mal. So, wir halten mal hier ganz kurz an. Vielleicht will ja jemand tatsächlich rein. Oder auch nicht. Na, mal gucken. Ist da irgendjemand, der da rein will? Nee? Nee? Okay. Nein, scheint nicht so. Gut. Niemand möchte rein? Okay, dann, tja, dann werde ich jetzt einfach so fahren. Dann tut's mir leid. Niemand möchte dieses Privileg haben, hier mit mir unterwegs zu sein. Tja, ich war hier nur einmal, aber es kommt einem schon so ein bisschen bekannt vor. Es kommt einem schon so ein bisschen, upsala, da war ein Auto. Ja, es kommt einem schon so ein bisschen bekannt vor. Herrlich. Ja, sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Ah. Mensch, sogar mit eigenen Ansagen. Ja, das ist doch schön. Das freut mich. Gut. Dann fahren wir mal. Ja, ich bin, ich bin da genau zu diesem Turm gelaufen. Was heißt zu diesem Turm? Es ist ja ein Erlebnisbad, ne? Ich fand's nicht so besonders. Ich fand's nicht so besonders. Aber gut, okay. Ja, bin ich schon, das hier zu kritisieren. Aber hey, was soll's. Ja, dann fahren wir jetzt mal hier, also wirklich als Busfahrer, mal diese tolle Strecke ab. Gut, ich habe jetzt auch, wie gesagt, nur das hier gesehen. Ich glaube, ich bin auch wirklich dahin gelaufen. Ich denke nicht, dass ich den Bus genommen habe. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Kann zwar sein, ist schon länger her, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich bin dahin gelaufen. Ja, wobei, so sicher bin ich mir nicht. Aber doch, ich bin mir sicher. Zum Teil, zur Hälfte, zum Drittel. Ist in Ordnung, oder? Ach ja, schön. Upsala, das war die falsche Kamera. So, herrlich, cool. Nein, es ist echt schön, jetzt mal hier auch eine andere Karte zu befahren. Oh, wow, 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 wow. Ich meine, ihr seht's nicht, ne? Aber, oh mein Gott, mein Lenkrad. Das wackelt hier rum. Ja, das sind gute Straßen. Das sind hier wirklich gute Straßen. Ey, ich merke jede kleine Unebenheit, die merke ich im Lenkrad. Das schlägt aus nach links und nach rechts. Du meine Güte. Eieieiei. Da muss ich ein bisschen aufpassen. So, hier haben wir immerhin eine Person, die rein möchte. Na gut. Aber dafür halten wir doch sehr gerne an. Ja, man muss ja hier alles bedienen. So, gucken wir mal. Will hier irgendeine Person rein oder steht die einfach dann nur so rum? Ich glaube, die steht da einfach nur so rum. Irgendwie, na gut. Tja, das ist halt dieses Brandenburger Feeling, hier als Busfahrer unterwegs zu sein. Hier gibt es einfach niemanden, der mitfahren möchte. ist halt nicht so wie in der Großstadt hier in Berlin. Nee, nee. Hier auf dem Land ist das alles ein bisschen einfacher, ein bisschen entspannter. Es wäre auch, also, was ich ja cool finden würde, ne, so eine Buslinie, ich weiß nicht, vielleicht gibt es das ja auch in irgendeiner anderen Mod, aber also jetzt mal so prinzipiell, was ich cool finden würde, wenn du halt so eine Tour hast, die in einer Stadt beginnt oder ja durch eine Stadt führt, aber du hast einen Teil, der dann so durch angrenzende Ortschaften geht. Also das heißt, du musst dann schon so ein bisschen dann übers Land fahren zur nächsten Haltestelle, sodass du halt irgendein Dorf mal erreichst, ne? So. Also was, nicht jetzt halt so ein Dorf. Oh mein Gott, hier sind aber ein paar Leute, die einsteigen wollen. So, alle hier von ihrem Einkauf. Ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. So halt, sowas. Das wäre halt ganz cool. So einfach diesen Kontrast zu haben. Du fährst durch eine Stadt und dann hast du gar nichts mehr außer eine Straße vor dir und dann kommst du in so einen kleinen Vorort, wo du halt, moin. Hi,
Hallo. Ich hätte gerne einen Fahrschein. Moin. Kurzstrecke ermäßigt. Ich glaube nicht, aber na gut. Ich drück da jetzt mal ein Auge zu. In Ordnung? Ich drück da jetzt mal ein Auge zu, aber ermäßigt, das, ich glaube nicht. Das bezweifle ich. Ja. Aber das würde mich noch so ein bisschen faszinieren, so eine Tour zu haben. Oder sowas generell zu haben, ne? Also, das wäre geil. Das wäre richtig geil. Ja, du hast ja halt natürlich, es wäre vielleicht nicht unbedingt dann mit der BVG, wenn du jetzt irgendwie so Berlin das fahren würdest, na, dann müsstest du schon irgendeine Brandenburger Linie nehmen, die halt irgendwie wirklich auch Rand von Berlin mitnimmt. Aber dann halt natürlich trotzdem in Brandenburg unterwegs ist. Das wäre ja noch so eine coole Sache. Wer weiß. Das Spiel ist ja noch immer Early Access, ne? Vielleicht kommt da was. Gut. Aber ist schon schön. Also mir gefällt das durch hier nicht diese Großstadt zu haben, sondern hier wirklich Stadtfeeling zu haben. Ey, die Straßen, ne? Meine Güte, ich hoffe. Es ist schlimmer als auf dem Schiff. Ich hoffe, hier wird niemand seekrank. Ja. Gut, jedenfalls, das wollte ich dazu sagen. Das wollte ich gesagt haben. Ich weiß nicht genau, was ich gesagt haben wollte, aber das wollte ich jedenfalls jetzt gesagt haben. Nee, es ist ja schön, hier mal wirklich so ein bisschen, ja, mal das Ganze etwas entspannter hier zu sehen und nicht nur dieses richtige Großstadtfeeling mitten durch Berlin zu fahren, sondern hier auch, tatsächlich solche Ortschaften einer Stadt mal anfahren zu können. Wenn das Ding jetzt mal hier auch mal langsam hier grün werden könnte, dann wäre ich aber sehr zufrieden hier. Ich habe hier einen Fahrplan einzuhalten. Dann müssen wir eigentlich da sein. Straße der Einheit, 13.14 Uhr und wir haben schon 13.15 Uhr. Ja, sieht nicht gut aus. Es wird aber hier scheinbar auch nicht grün. Ah, jetzt. Ah, hat ein bisschen gedauert, aber gut. Ja, Verspätungen, das ist bei mir hier Standard. Ich komme immer hier ein bisschen zu spät. Das kann ich leider nicht ändern. Das kann ich wirklich nicht ändern. Oh, ich hatte vor kurzem... Oh Gott. Ich hatte vor kurzem... habe ich ja auf den Bus gewartet. Und der kam 7 Minuten zu spät. Aber moin. Ich benötige ein Ticket. Ja, ist in Ordnung. Der hat aber vier Verspätungen hat er rausgeholt. 4 Minuten Verspätung. BC-Ticket. Auch wie BC. Was haben wir hier gehabt? BC ermäßigt. Ein normales. So. Was haben sie gezahlt? Nee, warte, was mache ich denn hier? Hi. Ach so, 24 Stunden. Ah! So, jetzt wird ein Schuh draus. So, und 70 Cent gibt's nochmal zurück. Bitteschön. Genau, der hat 4 Minuten Verspätung, aber trotzdem wieder rausgeholt. Der ist aber gesprintet, du. Mit 130 ist er durch die Stadt gedüst. Naja, okay, nicht ganz. Ja, aber der hat die Zeit gut rausgeholt. Muss man schon sagen. So, am Ende waren es nur noch, ja, so 3 bis 4 Minuten. Also haben wir ja 3, 4 Minuten so rausgeholt. War aber ganz praktisch und wichtig, denn ich bin dann zur Straßenbahn gerannt, weil die kam genau in dem Moment. Ansonsten habe ich halt immer genug Zeit. So, aber dieses Mal war schon sehr knapp. War schon wirklich sehr knapp. Also da musste ich echt rennen. Angekommen und dann piu, zur Straßenbahnhaltestelle gesprintet und dann kam auch schon die Straßenbahn. Ja, es hätte auch anders ausgehen können. Hätte ich 20 Minuten warten müssen. So, das wollte ich halt vermeiden. Oh, jetzt biegen wir in so eine... Genau sowas hier. Herrlich. Und das Lenkrad ist schon wieder komplett am Eskalieren. Ah, gefällt mir das. Sehr, sehr schön. Ich mag dieses... Wie heißt das? Forceback? Feedback? Was auch immer. Jedenfalls, ja, so wie das Lenkrad hier auf dem Bildschirm, so bewegt sich hier gerade auch mein Lenkrad. Das ist so schön, dieses... Ja. Alter, was ist los? Jedenfalls, das ist sehr, sehr schön hier. Dieses Gefühl hier auf dem Lenkrad, das ist, herrlich. So, jetzt kommen wir so langsam zur Gedenkstätte hier. Dann kriegen wir das mal hin. Das hat sich ganz kurzzeitig so ein bisschen französisch angehört, muss ich ehrlich zugeben. Deswegen war ich ein bisschen verwundert, was da jetzt genau gesagt wurde. Ich bin am Reden, höre ich nicht zu, ja, und dann kommt sowas dabei heraus. Gut, und dann müssen wir hier irgendwo... Moin. Irgendwo da lang. Achso. Hi. Ein Fahrschein.
Ja, 4 Fahrten, Kader. Die sind aber hier irgendwie ganz wild unterwegs. A, B, C. Achso, upsala. A, B, C, 4 Fahrten. So, und sie haben gezahlt 20 Euro. Dann gibt's schon mal ein. Wo ist denn hier? Das, gibt's hier keine 5? Sag mal, bin ich blind? Was ist denn das hier? 15 Cent? Okay, es gibt keine 5 Euro. Na gut, dann gibt's halt so 5 Euro schon mal, bitteschön. Und dann haben wir hier. Guck mal, da kann ich 60 Cent so bezahlen. Interessant. Gut, ich dachte, wenigstens 5 Euro kann ich hier direkt ausgeben. Na gut, kann ich nicht. Aber wieder was dazugelernt. So. Zack, zack, zack. Schauen wir mal. Hintergrund keine Autos zu sehen. Na dann, biegen wir mal hier rein. Oh mein Gott. Oi, 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 oi. Das Lenkrad. Ah, gefällt mir. Sehr, sehr schön. Oh. Mann. Das ist echt nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, sieht auch schön aus hier. Mit den ganzen Reisebussen. Hübsch, hübsch. Sehr gut. So, oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow, 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 wow. Bleib ruhig, bleib ruhig. Aber hey, ich muss wirklich sagen, das, was ich hier sehe, ist bis jetzt sehr gut gemacht. Ja, also da einfach mal Lob, ja. Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Ist schön hier rumzufahren. Gefällt mir sehr. Gefällt mir wirklich. Ist herrlich. Ah, man sieht hier auch einiges. Oh Mann, ey. Dieses Lenkrad. Dieses Lenkrad, das geht gleich kaputt. Oh weia, oh weia. Aber hey, das ist mega cool. Mir gefällt das richtig. Gucken wir mal ganz kurz. Da wird schon nichts kommen. So. Ah, was man hier alles so sieht, das ist auch wirklich echt... Wow, wow, wow. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich werde mich jetzt 10-mal wiederholen, aber es ist sehr, sehr schön gemacht. Ich habe null Ahnung, wie realitätsnah das tatsächlich hier ist, weil keine Ahnung, aber ich denke mal schon. Aber selbst wenn nicht, das ist mir egal. Das sieht einfach trotzdem sehr cool aus. Das kann von mir aus auch eine Fantasy-Karte sein. Ist trotzdem sehr, sehr gut gemacht. Aber ich denke, man hat sich da schon gut am Original orientiert. Moin, moin! Oh, wer, will da noch jemand rein? Da hinten haben wir noch welche, die da unbedingt rein wollen. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Hi. Hi. Okay. Dann haben wir schon alle hier mal gut verfrachtet in unseren tollen Bus und weiter geht's. Nächster Bahnhof ist der Bahnhof. Die nächste Haltestelle Bahnhof. Oh, neue Ortschaft hier. Ah. Cool. Ah ja. Ja, möglich, wirklich cool. Ne? Ich kenne zwar die Linie nicht, deswegen, wie gesagt, keine Ahnung, wie nah an der Realität das Ganze hier ist, aber es ist mega cool gemacht. Und sowas meine ich, also jetzt, wenn man sich die Häuser so, ja, vielleicht kommt da noch was, keine Ahnung. Oh mein Gott. Ich glaube, es ist genau das, was ich gesagt habe. Genau, ah, schauen wir mal, noch die Häuser hier so ein bisschen wegdenken, aber genau so hier, genau das meinte ich. Das ist more, ich habe nichts gesagt, ich habe gar nichts gesagt. Sehr, sehr schön. Genau sowas wollte ich hier eigentlich haben. Ja, dass du hier einfach gar nichts mehr hast, nur noch eine Straße. Ja, jetzt kommen wir halt dann doch irgendwann mal wieder hier, genau da. Da haben wir wieder ein paar Häuser. Das ist, so wollte ich das haben. Genau so. Mega cool, mega cool. Herrlich. So, hier wollte eine Person aussteigen. Ich sehe zwar jetzt hier keinen Bahnhof, aber ist mir auch an dieser Stelle völlig egal. Vielleicht ist der hier auch irgendwo. Ja, schauen wir mal. Sehen wir hier irgendeinen Bahnhof? Nö, ich sehe jetzt nichts. Aber gut, ich muss ja auch nichts sehen. Weiter geht's. Ah, aber genau das habe ich mir vorgestellt. Das ist wirklich herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Wie gesagt, also wenn ihr die auch abfahren wollt, diese Strecke, die Mod, die packe ich euch in die Beschreibung, beziehungsweise den Link dazu. Mega cool. Richtig, richtig cool. Schau, ich bin gespannt, was es hier noch so alles zu entdecken gibt. Echt wundervoll. Kann man nicht anders sagen. Gefällt mir, was ich hier sehe. So, dann hier einmal ganz kurz reingebogen. Sehr, sehr schön. Ich habe gesehen, bei Steam, da gibt es ja wirklich mittlerweile einige Karten. Die man da befahren kann. Aber ich dachte mir, hey, die hat coole Bewertungen. Die hat gute Bewertungen. Guck ich mal rein. Und ich wurde bis jetzt nicht enttäuscht. Mir gefällt das. Mir gefällt das sehr. Gut, keiner. Alles klar.
dann können wir weiter. Dann können wir weiter. Ist hier noch eine Tür offen? Ah, da hinten. Gut, dann können wir jetzt weiter. Dann können wir jetzt weiter. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So. Ah, cool. Musst du gar noch auf den Gegenverkehr achten. Ach, herrlich. Ja. Ja, da will ich gar nicht, dass das Ding hier aufhört, diese Strecke. Ich wünschte, die könnte immer weitergehen hier. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. Ja. Echt cool. Ja, werden wir mal ganz kurz hier wieder... Ah, hier ist wirklich viel Industrie, ne? Scheint so. Autohändler haben wir hier genügend. Oh, hier sind einige Leute. Ja, cool. Oh, dann kommt mal rein. Kommt mal ran hier. Ran auf den Meter. Moin, moin. Moin, 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 moin. Gucken wir mal. Hallo. Ja. Hallo. Ich habe einen Fahrschein. Okay. Wie viel würde das kosten? Was brauchen Sie denn? Vier Fahrten? Vier Fahrten ABC. Hatten wir hier ABC drin? Jetzt haben wir hier. Vier Fahrten ABC. Dankeschön. 14,40. In Bar sogar. Dann gibt es auch nochmal hier 5 Euro zurück. Da, da. Und dann haben wir, wo haben wir die gehabt? Da haben wir die 60 Cent. Bitteschön. Und weiter geht's. Ah, ich finde schön, dass man hier auch noch rechnen muss. Ja, sehr gut. Das hat ja jetzt nichts mit der Mod zu tun. Nee, aber allgemein, dass man in dem Spiel hier, was Wechselgeld angeht, dass man hier auch noch rechnen muss. Mann, 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 Mann. Das ist ja hier... So viel ist gut nicht. Ich spiele. Ich spiele das doch. Ich brauche keinen Matheunterricht. Nee, aber warum hat man nicht einfach das Restgeld angezeigt, was man rausgeben muss? Oder bin ich einfach nur blind die ganze Zeit und sehe das einfach nicht? Ja, Gewerbegebiet. Ja, cool. Also, ich meine mal, ne, du könntest ja auch eine Fantasy-Karte machen. Es muss ja jetzt hier nicht irgendwie angelehnt sein auf irgendwas, was es tatsächlich gibt, so. Kannst du einfach irgendwie eine Fantasy-Karte machen und auch alle Elemente so mit reinbringen und das wäre echt cool. Einfach mal so alles zu haben, ne? Das finde ich halt mittlerweile an ja, an Berlin halt, was das so angeht, halt langweilig, ja? Diese, du, halt Hauptbahnhof, Zoo, Alex, so, da ist halt, ja, cool, ne? Aber halt, wenn du jetzt 10-mal daran vorbeifährst, ist halt einfach nichts Neues, ja. Und klar, du kannst natürlich auch ein bisschen außerhalb fahren. Die Strecken gehen ja auch ein bisschen außerhalb. Aber da hast du jetzt auch nicht viel Auswahl. Du kannst halt einfach nur eine Strecke abfahren. Und das war's. So, und jetzt fahren wir hier wieder zurück. Okay. Genau, du kannst halt einfach nur so eine Strecke abfahren. Und dann hat sich die Sache ja auch schon wieder erledigt. Ja. Wird ja langweilig. Aber das ist schön, dass es Leute gibt, ne, die sich viel Zeit nehmen. Und das hat sicherlich auch sehr viel Zeit gekostet. Okay, gut. Ich dachte schon, ich bin jetzt hier an irgendeiner Haltestelle vorbeigefahren. Aber ich glaube nicht. Ich bezweifle es mal. So. Ja, sehr viel Zeit sicherlich reingeflossen in diese Mod. In diese Map. Aber hey, das ist richtig cool. Das ist echt cool. Macht mir Spaß. Das, was ich hier sehe, sehr, sehr schön gemacht. So, moin, moin. Will noch jemand ein Ticket? Oder nicht so? Wahrscheinlich nicht so. Ah, da kommt noch eine Person. Moin, moin. Noch eine Person. Meine Güte. Aber viele hier. Gut. Die Türen gehen zu. Und wir können weiterfahren. So, ich glaube, so viel sollte jetzt auch gar nicht mehr kommen hier auf dieser Tour. Sicherlich nochmal die eine oder andere Station, aber auch nicht mehr allzu viel, ne? Kann das sein? Vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Aber angenehm. Auch die Ansage ist nicht so laut, das ist ganz schön, dass sie halt so im Hintergrund ist. Nicht so aufdringlich. Kriegt man trotzdem mit, ne? wenn ich gerade laber, vielleicht eher weniger, aber so genau sowas, ja, genau sowas, einfach gar nichts mehr zu haben. Gar nichts, nur noch eine Straße, über die du fahren musst, herrlich. Ja, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe am Anfang, so eine Karte gibt es.
Und das gefällt mir. Das ist sehr, sehr schön. Ach Mensch. Wir können ja auch sogar ein bisschen Tempo mit raufnehmen, sehe ich gerade. 100 haben wir hier. Ja, dann hauen wir jetzt mal hier alles. Alles, was geht, bitte. Boah, ist das eine lange Strecke hier. Bis zur nächsten Haltestelle. Sehr cool. Oh, wow. Auch wenn es hier nichts zu sehen gibt, ne? Aber trotzdem irgendwie sehr schön, dass du hier durch so einen kleinen Wald fahren kannst. Und da hinten ist schon die nächste Haltestelle. Hier mit 80 km/h jetzt. Richtig cool. Genau so habe ich mir das eigentlich... Der ist einfach in mich reingefahren. Woher kommt denn der, Kollege? Was soll denn das? Ich glaube, es hackt. Der ist einfach... Sag mal. Du, das ist aber kein Sicherheitsabstand hier, ne? Was soll denn das bitte? Ja, steigen Sie mal hier ein. Hi. Ja, können sie machen, ist in Ordnung. So was aber auch. Das ist ja mal unerhört hier. Mit Karte. Ja, bitteschön. Unglaublich. Eieie, ich dachte, ich habe gerade was falsch gemacht, aber... Der ist einfach so in mich reingefahren. Mann. Der muss mir aber wirklich dicht auf den Fersen gewesen sein, ne? Dass der da nicht mehr abbremsen konnte? Meine Güte. Der muss echt nah dran gewesen sein. Gut, da hauen wir jetzt so... Oh mein Gott, ich drück schon die Bremse durch. Ey, wenn mir jetzt wieder hinten jemand reinfährt, ne, dann raste ich aber komplett aus. Nee, okay. Der wird mir bestimmt jetzt hier nicht reinfahren. Ja, macht er gut. Hat er jetzt gelernt, ne? Hat er gelernt, wie man fährt. Sehr, sehr schön. Ja, cool, aber hier so mit einer Baustelle. Sehr, sehr schön. Schauen wir mal, wann das Ding hier endlich mal grün wird. Geht doch. Oh, ich habe Angst, dass ich die Baustelle jetzt hier mitnehme. Nein, schaffe ich. Easy peasy. Zack, seht ihr? So macht man das. Hui. Gut. Hey. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich glaube, jetzt fehlt dir ja wirklich nicht mehr viel, ne? Schauen wir mal hier ganz kurz. Ah, vielleicht doch noch ein ganz kleines Stück. Wow, sogar Pferde. Ich dachte gerade, jemand ist halt hier bei mir im Bus. und spielt hier einfach so Pferdegeräusche ab. Oder ist sogar ein Pferd, wer weiß. Kann ja sein. Gut. Niemand will rein. Dann geht's hier raus. Cool. Nein, mega cool gemacht. Boah, das muss ja Ewigkeiten gedauert haben, das zu bauen, hier alles. Eieieiei, ich weiß, ich bin auch ein bisschen zu flink unterwegs hier in der 30er-Zone, aber... Oh mein Gott. Au, das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht hier mit 70 in die Kurve rein oder so. Das war jetzt... Ja, das hätte auch anders ausgehen können. Gut. Das hätte definitiv auch anders ausgehen können. Ich frage mich, wie viel hier noch kommt. Ratter. Oh, mein Gott. Upsala. Uiuiui, da bin ich auf Blinker gekommen. Ich wünschte, ihr könntet das hier spüren, aber boah. Oh mein Gott, mein Lenkrad. So eine holprige Straße. Da würde ich jetzt hier so irgendwie einen Ton von mir geben, dann wäre es so ein Bah, ne? Wisst ihr, was ich meine? Wenn du über Pflasterstein so fährst. Oh mein Gott. Herrlich. Oh, und jetzt wieder hier so. Ach, genau sowas, Mann. Genau sowas gefällt mir. Oh Mann, das ist so schön. Oh mein Gott. Wir haben noch immer Leute hier drin. Mein Lenkrad geht so ab. Oh Mann. Das ist so cool.
Das ist so cool. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das hier so eine das ist so eine Pflastersteinstraße, ne? Kann das sein? Oder sieht... Nee, ist doch nicht. Aber es fühlt sich so an. Es fühlt sich einfach so an. Oh, moin moin. Wird da noch jemand rein? Ja. Okay. So. Wie sieht's denn aus? Ah, wir sind schon fast hier am Ende. Fast am Ende. Jetzt geht's zur Schleuse. Danach sind wir am... Ich kann's nicht lesen. Am Hang? Am Gang? Keine Ahnung. Ist zu klein. Muss ich mal ranzoomen. Wie heißt denn das? Am Gang, tatsächlich. Hab so Angst, dass mein Tisch gleich wie hier mit vibriert. Fliegt hier alles runter. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ohohohohoho. Ey, dieses Lenkrad, das geht gleich kaputt. Hey, also ganz ehrlich. Oh, an die Person, die das erstellt hat. Mega cool. Mega, mega cool. Was man hier alles so zu Gesicht bekommt, ist sehr toll. Es ist eine schöne, abwechslungsreiche Fahrt hier. Kann man nicht anders sagen. Gefällt mir sehr. Richtig cool. So. Na dann, dann sind wir jetzt am Gang gleich und dann in Malz. Also, sind wir jetzt schon scheinbar? Uiu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 i. Aber gleich dann auch an der Endhaltestelle. Alter, ist das cool. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dieses Lenkrad, ne? Ich, ist wirklich, das fliegt mir gleich sonst wohin. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das, oh, wow, 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 chill mal. So. Keine Sorge, wir fahren zurück. Ah, jetzt habe ich leider alle überfahren, das tut mir leid. Aber vielleicht, ach guck mal, der steht ja auch schon hier drin. Hi. Okay, gut, alles klar. Moin. Kann ich bitte ein Ticket haben? Ja, können wir machen, können wir machen. So, wir haben hier einmal BC, alles klar, kriegen wir hin. BC1 an Ausweis, das macht dann 3,80, sorry. Ja, mit der Karte und Sie da hinten, wollen Sie auch mit Karte zahlen? Ja, Sie haben schon das Handy in der Hand. Ich benötige einen Fahrschein. Jawohl, einmal BC, 4-Fahrtenkarte. Upsala, das war das Falsche. Hier, 4-Fahrtenkarte mit der Handy. Tipptopp. Dankeschön. Setzen Sie sich später hin und genießen Sie nochmal hier die letzte Station, die wir hier anfahren. Kollege. Du, das ist jetzt aber hier ein bisschen unpraktisch, wa? Das, na gut, du wirst schon wissen, was du tust. Gut. Okay, letzte Station hier. Ach, sehr, sehr schön. Hey, mir hat es so richtig viel Spaß gemacht. Mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht, das Ding hier zu fahren. Das schöne Ding hier namens Bus. Und das durch Oberhavel. So. Eieieieieieieiei. Jo, Leute. Dann steigt mal aus. Wir haben's. Bitte, bitte, danke. So. Ist er mir die ganze Zeit gefolgt oder ist das schon ein anderer? Leute, aussteigen. Hallo. Ihr dürft. Oder habe ich jetzt nur die hintere Tür? Achso, ich habe nur die hintere Tür aufgemacht. Upsi. So. Jetzt dürfen alle aussteigen. Gut. Wir haben's. Hey, das war mega cool. So, Leute, ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß. Mir hat's gefallen. In dem Sinne. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao, ciao.